Die Partys, zu denen er geladen wurde, eröffneten ihm unschätzbare Übungsmöglichkeiten, um sich, sein Talent, seine Stimme sowie seine Wirkung auf andere junge Leute kennen und beherrschen zu lernen. Mehr und mehr gewann er zumindest, was sein Talent betraf, an Selbstbewusstsein. Dann im Juni 1953 beschloss er seiner Mutter nachträglich zu ihrem Geburtstag ein besonderes und sehr persönliches Präsent zu machen. Er schenkte ihr eine von ihm besungene Platte, wissend, dass seine Stimme gut genug war, um auf Vinyl gepresst zu werden. Wohl aber auch, weil es ihn schon immer gereizt hatte, ein echtes Aufnahmestudio von innen zu sehen, nahm er seinen Mut zusammen und ging in das auf seinem Arbeitsweg liegende Sun Records Studio, um für $4 eine Platte aufzunehmen. Es war durchaus keine Seltenheit, dass junge Talente und Künstler, selbstverständlich auch solche, die sich nur dafür hielten, ihre musikalischen Ergüsse auf Vinyl verewigten, um ihren Verwandten, Freunden, Musikproduzenten oder anderen eine Offerte zu machen. Der gute Sam, Chef der auch von ihm gegründeten Plattenfirma, war an diesem Tag nicht im Studio und so kümmerte sich dessen Mitarbeiterin Marion um Elvis Aarons Aufnahme. Sie war eine fleißige und zuverlässige Mitarbeiterin und darüber hinaus auch musikalisch. Sie wusste exakt, wonach ihr Chef schon seit langem suchte. Nochmal.